Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Just Cause. Wir sind immer noch hier und ich hole mir mal eben die restlichen drei Koffer noch hier aus dem Ort, habe ich gedacht. Weil, ganz ehrlich, wenn wir schon zwei haben, können wir auch den Rest noch machen. Was soll der Geiz halt, ne? Könnte man auch sagen. Hey, gut. Gehst du schon wieder? What the? Ja, die explodiert nicht, ne? Nur wenn ich drin sitze, explodiert sie. Okay, Leute. Jetzt muss ich mir hier noch irgendwie runter, ohne dass ich den übelsten Drehwurm überhaupt kriege. Aber auch nicht schlecht. Hol ich mir einfach erstmal so einen großen Flieger. Muss man auch erstmal drauf kommen. So, und jetzt Nummer 5 ist da drüben. Nein, ich habe keine Ahnung, warum ich verhaftet wurde. Na gut. Entweder auf dem Dach oder hier schwitzen in den Gassen. Gassen, Gottes Willen. Nee, hier ist es schon mal nicht. Da ist es. So. Cabo. Die Julia haben sie befördert. Ich weiß zwar jetzt nicht, was ein Cabo sein soll. Hey, Papi. Ich war ein böses Mädchen. Hey, Baby. Wie wär's mit Gesellschaft? Hast du den neuen Fukuda Allrad gesehen? Kann ich mal. Moment. Ein irres Teil, oder? Du willst ein Mann sein? Auch eine neue Hose, aber... Okay, keine Ahnung, was das war. Ich fahre jetzt einfach mal los. Besser ist besser. Ist da jemand? Wo sind deine Hafenfreunde jetzt? Und ich muss feststellen, da ich keine Ahnung habe, wo... Achso, doch. Ich sehe es gerade. Hier und dann links. Bam. Ach ja. Sehr schön. Die denken immer noch, ich bin da drinne. Das ist super. Das ist prima. Und ich guck mal, dass ich den nächsten kriege. Interessant, dass ich nicht mal so auf das Fahrzeug gesprungen bin, dass ich quasi als, sagen wir schnell, geldet habe. Als Standposition. So, eins. Und zwei. Weil hier zu schützen ist eine Schlucht. Wollte ich mir gerne erspart haben. Mission starten. Ja, mein Freund.
Mein Freund mit den amerikanischen Dollars. Willkommen. Sag mal, warum sieht er aus wie Jabba der Hutt? Ich muss Sie um einen kleinen Gefallen bitten. Ich hoffe, Sie enttäuschen mich nicht. Dann schießen Sie mal los. Hören Sie, mit Ihrem Geld und unseren Waffen werden wir das Montano-Kartell auslöschen. Das ist Caballeros. Das Dorf liegt im Montanos-Gebiet. Die Leute dort bauen Reis an. Ganz reizend. Aber die Montanos benutzen die Reismühle als Tarnung für ihr weißes Gold. Gucker. Und sie werden sie zerstören. Nichts lieber als das. Okay. Machen wir einen auf Doppelagent, oder wie? Okay. Das tun wir doch. C4. Yep, das weiß ich auch. Wir haben Glück, Junge. Einer der LKWs der Reismühle soll in der Mühle eine Ladung abholen. Wäre doch eine gute Gelegenheit, sich reinzuschleichen. Ja. Was auch noch gut wäre, wenn ich fahren könnte. Ich fahre nämlich gerade wie ein Profi. Oder halt auch nicht, ne? Okay. Gucken wir mal, dass wir doch nochmal zur Straße kommen. Weil das war ja jetzt, ja. Okay. Nehmt die Hände hoch! Auf den Boden! Losfahren direkt, weil ich bin nicht gerade voll getankt mit Adrenalin. Aber läuft momentan trotz unserer schlechten Gesundheit sehr gut. Ich sollte vielleicht mal zu den... Ich wieder... aufgefüllt. Vielleicht auch wieder wie ein Besenkter. Fahre ich mal wieder. Papi, du bezahlst ihn. Okay. Wir kommen der Sache näher. Trotzdem ist das Steuern mit den Fahrzeugen immer noch hier eine Kunst für sich. Den hat's mal richtig weggehauen. Okay, das wird jetzt doch nicht so leicht, wie ich dachte. Wir müssen nämlich... Ja, okay. Scheinen wir zu sehen. Ist da jemand? Da drüben, er schießt ihn! Schlöcher! Ja, da drüben, er schießt ihn! Gottes!
Ich bin so dumm. Ich bin so dull. Ich bin so richtig, richtig dumm. Okay. Ich hoffe, ich starte da jetzt wieder. Ah, okay, es wurde schon durchgespeichert, zum Glück. Es hätte ja auch nicht sein sollen, ne? Warum? Schnappt euch den Kerl! Los, los, los! Bewegung! So. Ave Maria Purissima! Die Mörder waren voll auf dich ab. Aber jetzt lass mich mal richtig ab. Klau einen LKW voll Kuka und bring ihn den Kerl. Ein Geschenk. Ave Maria Purissima! Ein LKW. Diese Durchschlagskraft, nicht wahr? Verdächtiger in Sicht! Ich muss mich gerade erstmal am Leben halten, es wollen die eine Tatsache. Keine Ahnung, wie er es geschafft hat. Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich da raus bin. Hände schön hinter den Kopf. Setz ab. Oh Mann, ey. Nein. Pfui. Fahrzeug benutzen. Das wollte ich. Pendejo, schaltet ihn aus. Nein, nein, nein. Oh Gott, nein. Ist einfach nur furchtbar gerade. Kann man nicht mal ein bisschen Leben eingeben? Ach du Heilige, ich darf wahrscheinlich auch nicht von der Ladung verlieren. Fängt ja schon mal gut an. Ist da jemand? Hallo? Pendejo, schaltet ihn aus! Ist da jemand? Wir werden angegriffen! Hm. Runter!
werde das Gefühl nicht los, dass ich es nicht schaffe. Bewegung, Mann! Interessant. Weiter. Die Rioras fahren voll auf dich ab. Aber jetzt lassen wir es mal richtig krachen. Klau einen LKW voll Koka und bring ihn den Kerl. Als Geschenk. Schnapp den Kerl! Okay, Bewegung! Heilige Mutter Gottes! Sofort stehen bleiben! Ist da jemand? Hallo? Ich komme auf die Karte eben. Rechts und dann wieder links, okay. Ist nicht gerade die schnellste Karre, aber wir schaffen es ja trotzdem irgendwie. Auf den Boden, Soldaten! Weg hier! Hände schön hinter den Kopf, Senior! In Deckung! Augen auf! Sofort stehen bleiben! Da, da drüben! Oh Gott, nein! Ging halt nicht anders. Und da würde ich sagen, tschüss Bonus, ne? Ich glaube, man muss das auch so machen, okay. Da sind nochmal zwei Kisten gerade abgedüst. Wie dem auch sei, wir kommen jetzt gleich an. Warum kann ich eigentlich nicht ballern? Das macht so hart keinen Sinn. Naja, wir sind ja gleich da. Nein, nicht zu sehr, nicht zu sehr. Boah.
Geschafft. Irgendwie. Mein Freund, Signor Alifano, es ist mir ein Vergnügen, ein großes Vergnügen, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Ja, ich möchte bitte speichern. Bitte. Ach ja, es ist irgendwie eine Art Segen jedes Mal, wenn man es liest, möchten Sie speichern. Dann denkt man sich so, auf jeden. Gut, wir haben noch 5 Minuten, wir machen wieder ein bisschen Blödsinn zum Ende hin. Weil viel mehr können wir auch nicht machen, außer ein bisschen Blödsinn. So. Oder warte mal, können wir vielleicht... Ne, hierüber können wir nicht speichern. Das ging schnell. Schneller als beim letzten Mal. Okay, na dann. Wenn du das auch immer sagst, dann finde ich es ja gut. Dann sind wir beide dieselben Meinung. Derselben Meinung. So wollte ich sagen. Wie gesagt, wir machen noch ein klein wenig Blödsinn. Einfach eben die Straße aufgehört hat, einfach so. Ah ja, wir können ja mal ganz kurz gucken. Karte, wo bin ich denn? Ah, ich bin auf dem falschen Kontinent. Kontinent, sei schon auf den falschen Abschnitt. Das gehört mir, hombre. Wir müssen wieder über die Brücke, ne? Genau, geradeaus. Permanent. Und dann passt das schon. Passt doch. Dann machen wir in der nächsten Folge wieder was auf der Insel, wenn wir zurück sind. Auf der Insel, wo ich hin möchte. Aber wir gucken mal, dass wir da alles freikriegen, auf jeden Fall auf der ersten Insel. Weil dann ist halt wieder so der Stand erreicht, wo ich dann sage, okay, wir machen jetzt mehr Nebensächliches als Hauptsächliches. Okay. Naja. Jedenfalls, ich möchte darauf hinweisen, dass viele Parts in letzter Zeit kaum geschnitten sind. Kann ein bisschen mit dem Thema liegen, dass ich halt kaum Zeit habe dazu, das vernünftig zu machen. Weil meistens nehme ich die Sachen ja immer sehr, sehr kurzfristig auf. Das tut mir auch übrigens nochmal leid. Aber sofern ich das schaffe, dann schneide ich die ja auch. Das sieht man ja in jüngster Vergangenheit auch, dass die Parts zum großen Teil auch immer geschnitten sind. Wenn nicht, dann liegt es halt wirklich, wie gesagt, daran, an Situation XY. Na gut. Ich hoffe zumindest, dass euch bis hierher das Let's Play immer noch gefällt. Wir machen, wie gesagt, in der nächsten Folge uns dann an Nebenkram, also das, was nicht Hauptstory ist. Und somit freue ich mich schon auf eure Rückmeldungen. Ob ihr jetzt sagt, ja, mach mal mehr Story oder mach mal mehr Nebenkram auch ruhig. Am Ende werde ich eh wieder so spielen, wie ich spiele, aber ich will halt mich irgendwie selber auf den Punkt fixieren, ob ich mehr Nebensachen machen darf oder mal mehr Story verfolgen sollte. So zum Beispiel auch das hier.
was übrigens noch ein paar Meter weiter gelegen hätte, aber hey. Hallo, Senor. Blub, besoffener Typ. Oh Gott, da hätte ich echt noch ein Stück laufen können. Fahren können, meine ich. Laufen. Da vorne ist er. Gut, dann würde ich sagen, soll es das erstmal gewesen sein. Und ich will etwas ausprobieren. Da kommt er auch schon. Okay, der Abwurf läuft bereits, deswegen kann ich nicht direkt das heute hinterher bestellen. So, da kommt es. Und jetzt müsste ich das nächste holen können. Nee. Fahren ist aktiv. Okay. Heißt, man kann nicht permanent Fahrzeuge bestellen. Okay. 10 Teile gibt es also insgesamt hier auf der Insel. Na gut. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns noch um den Rest hier auf der Insel in der nächsten Folge. So ein paar Kleinigkeiten. Und dann war es das auch erstmal. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Habt eine schöne Woche. Habt schöne Tage. Ich bin raus. Euer Stars. Haut rein. Und ciao.